Liebe Frau Jü, lieber Konrad und Marlin Jü, lieber Herr Minister Al-Wazir, sehr geehrter Landrat Will, sehr geehrter Herr van Loon, liebe Trauergäste, ich begrüße Sie im Namen der Stadt Rauenheim zu dieser Trauerfeier für Thomas Jü. Mein Name ist Angela Giertz. Und ich bin Thomas Jü und der Stadt Rauenheim seit vielen Jahren verbunden. Herr Jü hatte nicht nur große Ziele für die Entwicklung der Stadt Rauenheim, er wollte auch die interne Verwaltung modern aufstellen und in die Zukunft führen. Dabei durfte ich ihn viele Jahre unterstützen. Genau hier an dieser Stelle habe ich oft neben ihm gestanden, wenn es darum ging, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf diesem Weg mitzunehmen. Es war für mich eine große Freude, ihn dabei zu beobachten, wie er agierte, wie er mit großem Herz und Verstand, mit großer Vorwärtsenergie und Dynamik die Projekte voranbrachte. Empathisch und pragmatisch zugleich. Es hat mich sehr inspiriert und sehr begeistert. Ich bin ihm in großer Wertschätzung verbunden. Die nächsten 2 Stunden führe ich Sie durch diese Trauerfeier. Wir nehmen heute Abschied von Thomas Jü. Hier im Saal mit politischen Weggefährten, mit Vertreterinnen und Vertretern der Rauenheimer Gesellschaft, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern bei der Fluglärmbekämpfung, mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerstädte. Ich begrüße aber auch alle Rauenheimerinnen und Rauenheimer, die uns draußen auf dem Rathausplatz zuhören. Die Veranstaltung wird übertragen. Als ersten Redner darf ich nun Martin Stenzel begrüßen. Als ehemaliger Rauenheimer Pfarrer schauen Sie auf eine lange Zusammenarbeit mit Herrn Jü zurück. Der Kontakt ist auch nach Ihrem beruflichen Wechsel nicht abgerissen. Herr Stenzel, ich bitte Sie auf die Bühne. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, so schreibt der Sozialphilosoph Martin Buber. Und wenn wir an Thomas Jü denken, ihn würdigen und sein Leben noch einmal in Erinnerung rufen, so denkt eine jede und ein jeder unter uns wohl auch an die Begegnungen, die sie oder er mit Thomas Jü hatte. Als ehemaliger Rauenheimer Weggefährte möchte ich Sie heute noch einmal gedanklich mitnehmen und einige seiner Stationen Revue passieren lassen. Dabei möchte ich nach dem Verbindenden suchen, nach dem, was Thomas in seinem Leben gekennzeichnet und ausgemacht hat. Thomas Jü war, und das war er die längste Phase seines Lebens, Bürgermeister dieser Stadt. 22 Jahre lenkte er die Geschicke Rauenheims. Dazu werden noch andere Redner nach mir Worte der Würdigung finden. Aber Bürgermeister wird man nicht einfach so. Es braucht ein Interesse an Politik, an Gesellschaft, an Themen, die bewegen. Und es braucht außerdem den Willen, auch über das eigene Leben hinaus Dinge zu gestalten. Erste politische Erfahrungen in Theorie und Praxis hat Thomas Jü in der Neu-Isenburger Kommunalpolitik gemacht. Damals teilte sich seine Zeit noch auf zwischen seinem Engagement
in der Politik und seinem Beruf als Lehrer. Nur konsequent unterrichtete er damals Deutsch, Politik und Geschichte. Fächer, die er vorher mit Leidenschaft an der Frankfurter Universität studiert hatte. Und Bildung selbst, ich bin sicher, wir werden von diesem Steckenpferd noch hören, war Thomas in besonderer Weise ein Lebensthema. Seine eigene Schulzeit verbrachte er unter anderem am Ricarda Hochgymnasium. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere an Geschichten aus dieser Zeit, die Thomas zum Besten gab, oder teilt vielleicht sogar Erinnerungen an diese ersten Jahrzehnte seines Lebens. Denn die Kindheit und Jugend verbrachte Thomas etwa 25 Kilometer von hier entfernt in Dreieich-Sprendling. Mit seiner Familie zählte er damals jedoch nicht zu den Einheimischen, sondern zu den, ich möchte mal sagen, Gästen. Denn Thomas' Eltern kamen ursprünglich von Berlin hierher. Die Familiengeschichte hatte ihren eigentlichen langjährigen Ort in Ostpreußen. Im Norden von Dreieich gastliche Aufnahme zu erfahren oder deren Ausbleiben schmerzlich zu spüren, beides mag prägend gewesen sein für die Entwicklung einer der für mich hervorstechendsten Eigenschaften und Wesenszüge von Thomas Jür. Denn wenn ich auf die Begegnung mit Thomas zurückblicke, hat sich mir Thomas Jür in besonderer Weise als Gastgeber kleiner und großer Runden vorgestellt und eingeprägt. Wenn ich an unsere gemeinsame Wegzeit denke, fallen mir unzählige Situationen ein, in denen Thomas und ich zu Tisch gesessen haben. In kleiner und kleinster Runde in einem guten Restaurant, in großer Runde beim Fastenbrechen der marokkanischen Gemeinde, in noch größerer Runde am Bierzelttisch von Stadt- oder Gemeindefesten. Viele andere denken vielleicht an Stehtische im Wahlkampf, an Bürgerversammlungen oder Sitzungen, die immer auch die Stadtentwicklung im Blick hatte, an den runden Tisch der Fluglärmkommission und so viele unterschiedliche Gelegenheiten mehr. Ich selbst kann mich noch erinnern, wie ich einmal bei Thomas zu Hause war und er mit einem Salat aus der Küche kam. Aber es war keine der üblichen Salatschüsseln, sondern es war eine ganze riesige Platte voller Salat. Man konnte darin schwelgen, es war mehr als genug für alle da. Symbol für die Großzügigkeit und die Herzlichkeit des Gastgebers. Mindestens so reichlich und üppig waren auch die Gespräche mit Thomas Jür. Belesen, wie er war, mit seinem breiten Spektrum an politischem und historischem Wissen, waren auch die Unterhaltungen mit Thomas wertvoller Bestandteil jeder Tischgemeinschaft. Vielfältige Diskussionen waren die geistige Nahrung zwischen und während der oft genug eigenhändig von Thomas vor- und zubereiteten Gänge einer gemeinsamen Mahlzeit. Ja, ich kann sagen, dass diese Einladungen zu gemeinsamen Essen, zu diesen gemeinsamen Mahlzeiten, dass dieses Miteinander Essen und Reden für Thomas kennzeichnend war. Sinnenfälliger Ausdruck dafür war der quadratische Tisch in seinem Haus in Österreich, den er selbst gebaut hatte. Dort hat vielleicht die eine oder der andere von Ihnen auch schon gesessen. Sie haben nach der gemeinsamen Arbeit ausgeruht, Dinge Revue passieren lassen und auf vielfältige Weise miteinander geredet, gelacht, aber auch Nachdenkliches geteilt.
an diesem riesigen quadratischen Tisch, wie an jedem Tisch, an dessen Kopfende Thomas Jühe saß, und wo Thomas saß, war das Kopfende, mochte der Tisch auch noch so rund oder quadratisch sein, an seinem Tisch jedenfalls gab es immer Platz für viele. Notfalls wurde einfach zusammengerückt. Und Thomas Jühe zeigte sich in seiner Lieblingsrolle als guter Gastgeber. Diese besondere Form der Tischgemeinschaft lässt sich auch auf diese Stadt übertragen. Thomas Jühe hat immer alle eingeladen. Raunheim gemeinsam weiterzuentwickeln und zu bauen. Und viele sind seiner Einladung gefolgt. Und auf seiner Menükarte hat er all die Visionen aufgeschrieben, die er für diese Stadt hatte. Menschlichkeit, Wirtschaftsförderung, Bildung, Brücken bauen, nicht nur physisch, sondern auch im übertragenen Sinn. Die Städtepartnerschaften, die er mit Leidenschaft pflegte und neu belebte, sind Ausweis seiner inneren Haltung. Zugleich wollte Thomas allen Raunheimerinnen und Raunheimern, den Alteingesessenen wie auch den Neuangekommenen, Beheimatung schaffen. Thomas wollte wertvolle Lebensgrundlagen bewahren und zugleich neue Lebensräume erschließen. Viele von denen, die heute hier sind, wissen, dass bei einer Einladung in die Tischrunde, dem gemeinsamen Essen, oft eine persönliche Ansprache von Thomas Jühe vorausging. Ihm war dabei eine grundsätzliche Offenheit zu eigen. Thomas schuf einen Rahmen für den gemeinsamen Austausch, der Anstoß für einen kreativen Prozess bot. Man kam hungrig, auch im doppelten Sinn, und stand gesättigt vom Tisch auf. Langweilig wurde es nicht mit ihm. Meist ging man bereichert aus einem Treffen mit Thomas heraus, inspiriert und gleichzeitig nachdenklich über die neuen Gedanken und Themen. Sein Parteigenosse Franz Müntefering hat im Rückblick auf seine eigene Kindheit einmal berichtet, dass Tischgemeinschaft eng mit Nächstenliebe zusammenhängt. Müntefering berichtet in einer kleinen Erinnerung, wie bei seiner Mutter Kriegsversehrte an der Tür klopften. Seine Mutter bat sie herein und platzierte sie am Küchentisch, wo der junge Franz seine Schularbeiten machte. Franz litt unter dem Geruch der Fremden und außerdem hatten sie Hunger. Seine Mutter sagte, Geld gebe ich keins, ihr versauft das nur, eine Schnitte Brot oder eine einfache Milchsuppe, die hätte ich. Franz gefiel das alles nicht und so fragte er seine Mutter später, weshalb machst du das? Lass sie doch draußen warten und bring ihnen die Schnitte Brot raus. Und da hat die Mutter gesagt, man zwingt Menschen nicht im Essen zu stehen. Das vergesse ich mein ganzes Leben lang nicht, schreibt Franz Müntefering viele Jahre später. Du akzeptierst den Menschen, der am Tisch essen darf. Thomas Jühe war ein Gastgeber. Er lud Menschen ein, mitzumachen, mitzureden und mitzugestalten. Du akzeptierst den Menschen, der am Tisch essen darf. Das hätte Thomas unterschrieben und das hat er praktiziert. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Jede und jeder von uns könnte da Dinge erzählen und beitragen. Und das Abschiedsfest, das sich an diese offizielle Trauerfeier anschließt, soll, und das wäre auch ganz in Thomas' Sinne, auch ein Fest sein, in dem jede und jeder berichtet, was Thomas Jühe ihm oder ihr ganz persönlich bedeutet hat und wofür man dankbar sein kann.
Thomas Jür ist vor Ablauf seiner regulären Amtszeit gestorben. Die Urkunde der Ehrenbürgermeisterschaft ist ihm noch zugekommen. Eine schwere Krankheit verwehrte ihm das dritte Lebensalter nach seiner aktiven politischen Zeit. Das kann man als ungerecht empfinden. Tragisch ist es allemal. Und es berührt auch unsere tiefe Überzeugung, dass auf Arbeit auch Ruhe folgt, auf Leistung auch Lohn. Insofern ficht dieser Tod auch uns ganz persönlich an. Der frühe Tod von Thomas Jür kann uns erinnern, Leben geschieht jetzt, nicht irgendwann. Menschlichkeit geschieht jetzt, nicht irgendwann. Und Visionen sind keine Träume, sondern Handlungsanweisungen für die Gegenwart. Thomas Jür hat genau das gelebt. Im Hier und Jetzt war er präsent. Genauso wie seine Präsenz deutlich spürbar war, wenn er einen Raum betrat, sich an den Tisch setzte und spätestens dann, wenn er sein Glas und seine Stimme erhob. Thomas' Stimme ist nun verstummt, aber sein Echo hallt wieder. Es hallt wieder in all den Menschen, die seine Grundsätze, denen er sich verpflichtet sah, in der Gegenwart und Zukunft mit Leben füllen. Und genau das ist wohl auch das Gedenken, das sich Thomas Jür am meisten gewünscht hätte. Lebensgestaltung im Sinne der Menschlichkeit. Tisch, Gemeinschaft als Zeichen der gemeinsamen Verbundenheit. Es ist zwar Januar und es ist kühl draußen, aber vor unserem geistigen Auge sollen wir uns noch einmal an diesen großen Tisch setzen, den Thomas hier in Raunheim mit seinen Visionen und seinem persönlichen Einsatz gebaut hat. Es ist an uns, in seinem Sinne weiter zu reden und zu handeln. Der Gastgeber ist gegangen, aber der Tisch in unserer Mitte ist noch gedeckt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, Herr Stenzel, für diese berührenden Worte, in denen Sie uns Thomas Jür als Mensch und Gastgeber nahegebracht haben. Als nächsten Redner begrüße ich Herrn Minister Tarek Al-Wazir. Als hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gab es rege Kontakte in Sachen Fluglärm über die Fluglärmkommission. Wie ich hörte, hat Herr Jür Sie sehr geschätzt, als zuverlässigen Partner, wenn es mal schwierig wurde. Herr Minister Al-Wazir, ich bitte Sie auf die Bühne. Sehr geehrte Familie, Jüge, ein paar Angehörige, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Stadt, Kreis und Land. Thomas Jür lebt nicht mehr und wir alle spüren Trauer, dass er viel zu früh gehen musste und nicht mehr unter uns ist. Und es gibt weit über die Grenzen der Stadt Raunheim hinaus Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet, diskutiert, gestritten haben. Ich sehe auch etliche von denen, die mit ihm gemeinsam diskutiert und vieles auch bewegt haben. Und alle diese Menschen eint, dass sie großen Respekt und auch Dankbarkeit empfinden, mit jemandem wie Thomas Jür zusammengearbeitet zu haben. Thomas Jür war es immer wichtig, etwas zu bewegen, etwas in der Realität zu verändern. Er hatte eine
unglaubliche Lust am Gestalten, am wirklich etwas verändern. Und das hat sich in vielen Bereichen ausgedrückt. Stadtentwicklung und Stadtgestaltung. Das war auch der Grund, warum Thomas Jühe so ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker war. Es gibt in der Kommunalpolitik auch unglaublich viel, was man bewegen kann und vor allem, wo man sieht, wo man etwas verändert. Wie viele Debatten führen wir in Landtag oder Bundestag und wir reden dort über etwas, wo wir noch nie waren? Das ist in der Gemeinde anders. Und wenn man sich hier umschaut, wir haben ja auch oft hier in diesem Saal gesessen, sich diese, wenn ich es mal so sagen darf, neue Mitte auch anschaut, hat Thomas Jühe wirklich auch etwas hinterlassen. Man hat wirklich auch gesehen in dieser Stadt, was sich verändert. Wir haben, wenn man sich überlegt, dass hier jemand über 20 Jahre wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat für die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt, am Anfang ja ganz knapp gewählt, am Ende immer sagen sehr deutlich, dann ist klar, dass hier jemand am Werk war, dem man wirklich angemerkt hat, dass er wirklich zutiefst Verantwortung gespürt hat. Das Gleiche hat man auch an der Frage gesehen, wie sehr ihm die Bildung am Herzen gelegen hat. Chancengleichheit. In Raunheim wohnen sehr viele Menschen, die nicht mit dem sprichwörtlichen silbernen oder goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Und er hat mir immer gesagt, Bildung, 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 den Leuten Möglichkeiten geben, zu sagen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, das ist ihm sehr wichtig. Und das habe ich gespürt. Das habe ich gespürt, wenn wir an Hessens größter Grundschule waren, die hier direkt gegenüber ist. Wir haben ja auch viel dazu beigetragen, dass wir auch gerade besonders vom Fluglärm betroffenen Kommunen auch besondere Fördermittel gegeben haben. Da war Thomas Jühe übrigens wirklich schlitzohrig, wenn ich das mal so sagen darf, und hat es immer geschafft, dass am Ende große Bewilligungsbescheide auch in die Stadt Raunheim gekommen sind. Ich habe also mehrere Termine hier gehabt. Und wenn man gesehen hat, wie er beispielsweise in dem Kindergarten, den wir mit Schallschutzmitteln ganz besonders ausgestattet haben, mit welcher Begeisterung er da geredet hat, wie er mit den Kindern umgegangen ist, wie er mit den Eltern kommuniziert hat, da hat man wirklich gemerkt, da hat jemand nicht nur einen Beruf gehabt als Bürgermeister, das war wirklich auch seine Berufung. Und gleichzeitig hat er nicht nur von sich selbst alles verlangt und wirklich Tag und Nacht gearbeitet, sondern hat das auch von den anderen verlangt. Gesagt, ihr, auch ihr, müsst euch anstrengen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir hier bessere Chancen kriegen. Nicht nur für die junge Generation, sondern für diese Stadt insgesamt. Er war ein sehr beharrlicher Mensch. Und meine Zusammenarbeit mit ihm hat sich natürlich vor allem um die Frage des Flughafens und des Fluglärms gedreht. Raunheim ist extrem vom Fluglärm betroffen. Und es ist geradezu, wenn man so will, logisch im Nachhinein, dass der Bürgermeister von Raunheim auch der Vorsitzende der Fluglärmkommission ist. Aber es war eben nicht nur nach dem Motto, weil man das halt so machen muss, als Bürgermeister einer besonders vom Fluglärm betroffenen Stadt, sondern es hat auch Engagement weit über die Grenzen Hessens hinausgegeben. In der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommission. Und Fluglärmbekämpfung ist einfach, wenn man Forderungen erhebt, aber ist unglaublich kompliziert, wenn man an einzelnen Schrauben anfängt zu drehen. Wenn man die unterschiedlichen Interessengruppen zueinander bringt. Wenn man am Ende, ja, Schritt für Schritt in ganz kleinen Schritten etwas erreichen möchte. Und da braucht man unglaubliche Beharrlichkeit. Und genau diese Beharrlichkeit, die hatte Thomas Jühe. Er hat für die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur Raunheims, sondern des gesamten Rhein-Main-Gebiets wirklich gekämpft.
und letztlich sogar für Fluglärmbetroffene in ganz Deutschland, weil er sich in die Tiefen hineingearbeitet hat und ihm niemand irgendetwas vormachen konnte und er teilweise in den Verhandlungen, die wir in bestimmten Bereichen hatten, die Flugzeugmuster besser kannte als die, die bei der Fraport gearbeitet haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich für Verbesserungen einzusetzen. Natürlich ist klar, die Situation, wenn etwas schwierig ist, wird erstmal von allen beklagt, zu Recht beklagt. Und natürlich werden dann auch gemeinsam Forderungen aufgestellt. Auch das ist völlig klar. Aber danach gibt es zwei Möglichkeiten, wie man weiterarbeitet. Man kann dann, wenn nicht sofort das Paradies auf Erden ausbricht, was ja nie ausbricht, dann sagen, okay, die da oben, das ist dann wahlweise Landesregierung, Bundesregierung, die Konzerne haben halt irgendwie sich nicht bewegt und die sind böse. Oder dafür kriegt man dann auch manchmal Beifall und Schulterklopfen von den Betroffenen. Ob man damit viel bewegt, ist eine andere Frage. Oder man nimmt die andere Möglichkeit wahr. Man lässt sich auf diejenigen, mit denen man verhandelt, ein und überlegt sich, was ist eigentlich deren Problem? Sagen, an welchen Punkten können die sich schwer bewegen? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, die man dann durch Beharrlichkeit, sagen, man muss seinen Standpunkt haben, wo man am Ende einfach zu Kompromissen kommt? Wenn man solche Kompromisse dann erarbeitet, dann ist das selten so, dass es dafür große Beifallsstürme gibt, weil niemand hat seine Interessen zu 100% durchgesetzt. Aber man hat am Ende real etwas bewegt. Und genau das war Thomas Jühe immer wichtig. Es war ihm völlig egal, wie es scheint. Es war ihm immer nur wichtig, wie es ist. Und das genau hat ihn so ausgemacht und ausgezeichnet. Als ich 2014 Verkehrsminister geworden bin, hatten wir eine, ich drücke es mal vorsichtig aus, sehr verfahrene Situation in der Debatte um den Flughafen und den Fluglärm. Und es ist so, er ist überzeugter Sozi immer gewesen, aber er hat gleichzeitig auch immer gesagt, er kennt in jeder Partei, ich drücke es jetzt mal so aus, wie er es gesagt hat, gute Leute und weniger gute Leute. Manchmal hat er sogar gesagt, es gibt überall Deppen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass da jemand ist, der wirklich ein Verbündeter werden kann in seiner Beharrlichkeit und seiner ganz alltäglichen Arbeit. Beharrlichkeit auf der einen Seite, Kompromissbereitschaft auf der anderen Seite. Und gleichzeitig hat Thomas Jühe immer darauf bestanden, dass er, wenn einmal etwas vereinbart ist, dass er sich dann daran hält, dass er aber auch von allen anderen erwartet, dass die sich dann daran halten. Und als wir begonnen haben, war aus dem Mediationsverfahren zum Flughafen noch ein großer Punkt nicht umgesetzt. Das war die Lärmobergrenze. Und er hat seit 2007 darauf bestanden, dass wir hier einen Deckel bekommen, wo völlig klar ist, über diese Belastung hinaus kann es nicht gehen. Und wir haben verhandelt, Fluglärmkommission, Forum Flughafen und Region, Deutsche Flugsicherung, Fraport, Fluggesellschaften, Verkehrsministerium. Wir haben das am Ende wirklich auch rechtlich abgesichert hinbekommen. Jetzt ist eine Lärmobergrenze nicht etwas, durch dass es erstmal besser wird. Es wird erstmal nur dafür gesorgt, dass es irgendwann nicht noch schlimmer wird. Aber, Stichwort Schritt für Schritt, ist das so einer der klassischen Punkte, an dem man die Arbeit von Thomas Jühe auch sehen kann, weil es ist ein Riesenschritt. Sowas hat es rund um den Flughafen Frankfurt noch nie gegeben vorher. Viel Beifall bekam man dafür auch nicht, aber es ist ein Wesen von Thomas gewesen, von Thomas Jühe gewesen, dass er auch gesagt hat, wir kriegen diesen Flughafen nicht weg. Wir können nur dafür sorgen, dass die Belastung nicht immer größer wird. Und wir können Schritt für Schritt dafür sorgen, dass es an bestimmten Punkten auch besser wird.
Und was ihn ebenfalls ausgezeichnet hat, ist, dass er sehr deutlich gesagt hat, und wenn wir diese Belastung schon haben, dann wollen wir wenigstens auch profitieren. Und wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, es gibt wohl kaum jemanden, der einerseits so gegen Fluglärm gekämpft hat und andererseits so viele Gewerbegebiete geschaffen hat, die das Wort er irgendwo vorne tragen. Aber das war für ihn kein Widerspruch. Das war für ihn kein Widerspruch, sondern er war genau mit dieser Begründung zu sagen, wenn wir schon diese Belastung haben, dann soll diese Stadt wenigstens auch davon wirtschaftlich profitieren können. Und ich glaube, dass da sehr deutlich wird, wie er gearbeitet hat und was so sein Alltagsmotto im Beruf war. Als im Sommer dann die ersten Gerüchte kamen, Thomas Jürgen ist krank, hat Termine abgesagt, da habe ich einfach irgendwann das gemacht, wo ich wusste, dass es ihn auch nicht stören wird. Ich habe ihn einfach mal direkt angesimst und habe gesagt, was ist los? Er hat mir sehr offen geantwortet, mir auch gesagt, was er hat. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben und habe gesagt, man soll die Hoffnung nicht verlieren, wenn man irgendwie nicht irgendwas tun kann, wenn er irgendeine Hilfe braucht, soll er sich auf jeden Fall auch direkt an mich wenden. Und habe gesagt, manchmal geschehen ja auch Dinge, sagen, wo man auch Heilung sieht. Und er hat mir dann in einer sehr Thomas Jüe-typischen Art zurückgeschrieben. Er hat mir zurückgeschrieben, ich mache mir keine Illusionen. Heilung ist ausgeschlossen. Ich bin aber sehr gefasst. Ich hatte ein interessantes, erfülltes, nahezu immer glückliches Leben, in dem ich mich sehr verwirklichen konnte. Und dann hat er mir noch dazu geschrieben, ich kann gut abschalten und lache genauso viel wie vorher. Und dann, typisch Thomas Jüe, schrieb er mir noch einen Absatz, wie es aus seiner Sicht mit dem Vorsitz der Fluglärmkommission weitergehen sollte. Ich gebe zu, ich war sprachlos. Ich war einfach sprachlos. Und ich finde aber, dass diese Energie, dieser Optimismus, selbst in Hoffnungslosigkeit, diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, dass wir das und ihn genauso in Erinnerung behalten sollten und uns an ihm und dieser Haltung alle auch durchaus ein Beispiel nehmen können. Das Land Hessen ist Thomas Jüe zu großem, zu allergrößtem Dank verpflichtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Al-Wazir, für diese wertschätzenden Worte, die Sie gefunden haben. Ich bitte jetzt als unseren dritten Redner Herrn David Rendl auf die Bühne. Er ist Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Raunheim und nah dran am täglichen politischen Wirken von Thomas Jüe. Herr Rendl, bitte kommen Sie auf die Bühne. Liebe Familie Jüe, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und Herren. Als ich am Nachmittag des 12. Dezember die Nachricht bekommen hatte, da stand die Welt still. Ohne die Nachricht lesen zu müssen, wusste ich, was darin stehen würde. Die Nachricht, die wir alle haben kommen sehen, aber die keiner sehen wollte, sie war da. Ich darf heute auf Thomas politisches Wirken zurückblicken, was mir eine sehr große Ehre ist, aber ehrlich gesagt noch ziemlich schwer fällt.
versucht man, die bedeutendsten politischen Projekte seiner Amtszeit aufzuzählen, dann kann das lange dauern. Man kommt an den Schlagworten Bildungskonzept Raunheim, städtebauliche Entwicklung, Gewerbeansiedlung, an das neue, an dem neuen Stadtzentrum, an der Schrägseilbrücke, an den Anschlüssen Ost und West, dem Projekt Soziale Stadt, der Fluglärmkommission, an den vielen Städtepartnerschaften, dem Biodiversitätskonzept und an 3 Gewinnt nicht vorbei. Das alles sind Schlagworte, die vielleicht auch ein anderer Bürgermeister in einer anderen Stadt hätte so nennen können. Sie werden aber nicht im geringsten dem gerecht, was Thomas Jühe aus ihnen gemacht hat. Weil sie nicht im geringsten etwas darüber aussagen, mit welcher Empathie, mit welchem moralischen Kompass, mit welcher Energie und mit welchem Optimismus Thomas Jühe Politik gemacht hat. Die Anfänge von seiner politischen Karriere habe ich selbstverständlich nicht mitbekommen. Damals war ich gerade mal 9 Jahre alt. Aber ich konnte viel Material sammeln. Ich habe Unzähliges aus vielen Gesprächen mit Thomas und seinen Weggefährten mitgenommen und ich habe auch viele Dokumente übernehmen dürfen. Eines dieser Dokumente war sein Flyer zur Bürgermeisterwahl 1999. Schon damals, noch gar nicht im Amt und als externer Kandidat, auch bei weitem nicht Favorit auf den Wahlsieg, wollte er verantwortlich die Entwicklung einer Stadt gestalterisch beeinflussen. Das war es, was Thomas Jühes politisches Wirken für mich geprägt hat. Er war, bedingt durch den frühen Tod seiner Eltern, schon in jugendlichem Alter gezwungen, sehr früh Verantwortung zu übernehmen und sein Leben selbst in die Hand nehmen. Er musste Verantwortung übernehmen und Thomas Jühe wollte sein Leben lang Verantwortung übernehmen. Er hat sich nie davor gedrückt. In seiner letzten Botschaft an seine politischen Mitstreiter und Widersacher hat er gesagt, ich habe mir im Leben nichts geschenkt. Mich haben diese Worte sehr traurig gemacht. Und dann haben sie mich an ein Bild erinnert, an das Bild von einer Kerze im Wind. Ungeschützt den Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt zu sein, auch den kritischen Blicken und den Meinungen anderer ausgesetzt zu sein. Immer brennend, leider zu schnell ausgebrannt. Thomas hat Politik mit Leidenschaft gemacht. Er hat für seine Überzeugungen gekämpft, ohne Rücksicht auf sein Ansehen. Und leider auch ohne Rücksicht auf sich selbst. Thomas hat alles vorausgesehen und war immer so optimistisch. Er war ein Politiker, der Macht wollte, aber der wollte Macht nicht für sich. Thomas nutzte seine Macht und seinen großen Einfluss immer, um Entscheidungen herbeizuführen, die gut waren für alle Menschen. Er nutzte seinen Einfluss immer, um Entscheidungen herbeizuführen, die allen Menschen helfen. Er war, wenn man so will, ein großer Verantwortungsethiker. Sein Ideenreichtum, sein Tatendrang waren wirklich außergewöhnlich. Seine Kraft schien so unerschöpflich, umso schmerzlicher war die Erkenntnis, dass es nicht so war. Das Bild von der Kerze im Wind bedeutet aber auch, da hat jemand Wärme ausgestrahlt. Da hat jemand den Raum hell erleuchtet. Und das war Thomas vor allem auch. Offen gegenüber jedem, herzlich, großzügig. Er war ein Visionär, der andere mit seiner Flamme entzünden konnte. Und das ist neben dem politischen, neben den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Errungenschaften seines Lebens, die die Stadt Raunheim und vieles darüber hinaus auch in Zukunft noch prägen werden. Das ist das, was von Thomas bleibt. Ich denke sehr gerne an die Freude in Thomas' Augen, als er von seinen Kindern erzählt hat. Ich denke an das Lachen und den Spaß, den er hatte, trotz der schwierigen Umstände, als wir
in die Ukraine gefahren sind und abends müde und erschöpft in einem Restaurant saßen und unsere polnische Dolmetscherin und unser russischer Übersetzer sich gestritten haben über die Übersetzung der Speisekarte. Ich denke an die Leidenschaft, mit der Thomas vom Lungau schwärmte und Pläne für die Zukunft schmiedete. Ich denke vor allem an die leisen Momente, die mit ihm so besonders waren. Leise wird es um Thomas nie werden. Wir werden ihm nicht nur ein ehrendes Andenken bewahren, Thomas wird immer da sein. Sichtbar in der Stadt Raunheim und spürbar als Bereicherung in den Herzen seiner Familie und seiner Freunde. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, seine Herzlichkeit und Menschlichkeit wird bleiben. Für immer. Vielen Dank, Herr Rendl, für diese Würdigung von dem politischen Wirken von Thomas Jühe, aber auch die Würdigung als Mensch. Wir lassen jetzt die ersten drei Reden nachklingen und freuen uns auf das Streichquartett. Vielen Dank für diese Klänge von Johann Sebastian Bach. Als vierte Rednerin bitte ich nun Frau Regine Barth zu mir aufs Podium.
Sie sind Fluglärmschutzbeauftragte des Landes Hessen und schon lange mit Herrn Jühe in Sachen Fluglärm in Kontakt. Bitte kommen Sie. Thomas Jühe hat in seiner allerletzten SMS an mich gebeten, hier zu sprechen. Das war eine und empfinde ich als sehr große Ehre und Privileg, ähnlich wie das meine Vorredner schon gesagt haben, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Wir waren über 20 Jahre lang Weggefährten beim Thema Fluglärmschutz und wie können wir mit den negativen Folgen, die diesen Flughafen auch prägen in der Region, wie können wir die möglichst gering halten, wie können wir mit diesen negativen Folgen umgehen. Die ersten 14 Jahre habe ich das in meiner früheren Rolle im Öko-Institut gemacht. Wir haben vor allem die kommunale Seite und das regionale Dialogforum und das Forum Flughafen und Region fachlich beraten, fachlich unterstützt in diesem schwierigen Kampf, der immer sozusagen die Steine nach oben schieben musste. Die Dinge sind einem nicht entgegengekommen. Um sowas wie Augenhöhe zu schaffen. Und das in dieser Rolle habe ich Thomas Jühe kennengelernt, gleich als er 2000 dann auch Bürgermeister wurde. Seit 2014 bin ich im Ministerium und habe quasi einen Rollenwechsel vorgenommen, immer beim gleichen Thema, aber eben jetzt in einer anderen Rolle. Er hat mich da auch sehr ermutigt und das ist auch der erste Punkt, dass er jemand war, der sich ganz bewusst auch sozusagen mit Menschen zusammengetan hat. Er war jemand, der nicht nur viel Vertrauen ausgelöst hat, dass wir wussten, wir können uns vertrauen, wir können ihm vertrauen, er ist vertrauenswürdig, das ist auch schon gesagt worden, sondern er ist auch jemand gewesen, der Vertrauen zugelassen hat, der es zugelassen hat, dass man sich wirklich eng abstimmt, dass man Allianzen hat, dass man sozusagen auch in unterschiedlichen Rollen und in verteilten Rollen ganz bewusst versucht, Dinge voranzutreiben, gemeinsam zu vereinbaren und dann gemeinsam voranzutreiben. Wenn ich jetzt im Nachfolgenden einige Wegpunkte erzählen will, auf seinem Weg vom Bürgermeister der Stadt Raunheim zum wichtigsten Fluglärmschutzpolitiker Deutschlands, dann ist es beispielhaft und er hat es immer nicht alleine gemacht. Aber natürlich konzentriere ich mich heute auf den Beitrag, den der Thomas Jühe gemacht hat, stellvertretend, aber möchte ich nennen für wichtige Weggefährten, die mit ihm, im Vertrauen mit ihm, denen er auch sehr vertraut hat, diesen Weg gegangen ist. Professor Wörner als Vorsitzender des RDFs und des FFRs, Oliver Quilling auch als Co-Vorsitzender des Forum Flughafen und Region und Manfred Ockel, der hier heute auch da ist, ebenso wie Professor Wörner, der eben auch von Anfang an sowohl im Mediationsverfahren, aber dann auch später im RDF und im FFR sozusagen ein wichtiger Partner von Thomas Jühe auch beim Fluglärmschutz war. Wenn man sich um Fluglärmschutzthemen kümmert, dann hatten wir manchmal erstaunliche Durchbrüche, aber wir hatten auch viele Enttäuschungen und zwar über die gesamte Zeit hinweg, weil es eben ein Thema ist, wo es nicht die einfachen Lösungen gibt und wo viele Interessensgegensätze zum Tragen kommen. Eine ganz wichtige Eigenschaft von Thomas war, dass er sich von den Dingen, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das erhofft haben, nicht hat vom Weg abbringen lassen, sondern dass er wirklich auch wörtlich gesagt hat, Mund abputzen, weitermachen. Und ich nehme an, dass es in Raunheim ähnlich war in seiner Rolle hier als Bürgermeister, aber das war einfach wirklich auch eine prägende Eigenschaft von ihm, nicht jammern, sondern machen. Als er frisch Bürgermeister war, hier in Raunheim, war schon damals die Stadt Raunheim sehr stark von Fluglärm belastet, mit am stärksten durch die Anflüge, die es in dem Bahnensystem vor dem Ausbau gab. Das heißt, es war klar, dieses Thema, mit dem muss er versuchen umzugehen, aber es wird nicht einfach. 2000 gab es das Mediationspaket und die damalige Landesregierung hat sich auch sehr schnell darauf verständigt, dass das umgesetzt werden soll. Und da war ein Teil Ausbau. Es war zwar auch ein Teil Nachtflugverbot und es war ein Teil mehr Lärmschutz, aber es hat sich eben schnell herausgestellt,
dass auf der kommunalen Seite, auf der betroffenen Seite eigentlich der Ausbau abgelehnt wird, trotz allem, und dass die Lufthansa das Nachtflugverbot ablehnt. Vor diesem Hintergrund hat der Thomas Jühe als eines der Mitglieder im regionalen Dialogforum, das war ein Dialogforum, in dem dieses Mediationspaket umgesetzt werden sollte, diskutiert werden sollte, wie es umgesetzt wird. Da waren mehrere Bürgermeister, einer davon war er ganz am Anfang, einer seiner ersten Auftritte. Und es zeigt auch, dass er wirklich in diesen 20 Jahren sich auch weiterentwickelt hat. Der Thomas Jühe von vor 20 Jahren war nicht der Thomas Jühe, den wir jetzt ganz am Schluss gekannt haben. Die ganze Erfahrung, die ganze vielen sozusagen Erfolge, aber auch Enttäuschungen haben ihn natürlich mitgeprägt und haben ihn zu dem werden lassen, der am Schluss war. Aber ganz am Anfang, da war einer seiner ersten Auftritte wirklich sehr robust, sozusagen hier, es rappelt im Karton, wenn die und die Sachen nicht passieren. Also er war da sehr, schon sehr energievoll, aber auch sozusagen vielleicht noch ein bisschen ungestümer, als er das ganz am Ende war, sozusagen in seinem Auftreten. Er hat dann aber sehr schnell und sozusagen die strategische Ausgangslage für die Stadt Raunheim erkannt in seiner Rolle als Bürgermeister. Er wusste, dass solche großen Infrastrukturprojekte wie ein Flughafenausbau selten von Gerichten gestoppt werden oder quasi nie von Gerichten gestoppt werden, wenn die eine so große politische Mehrheit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene haben. Er wusste, dass das Nachtflugverbot extrem wichtig ist, aber auch extrem schwierig umzusetzen, weil es eben große Interessensunterschiede gibt und weil es auch rechtlich davor noch kein Beispiel dafür gab. Er hat sich sehr interessiert für den Mediationsvertrag von Wien. Das war in der Zeit sozusagen eine parallele Entwicklung, auch am Flughafen Wien. Der sollte ausgebaut werden. Es gab Interessensgegensätze und dort war es gelungen, dass alle Beteiligten an dieser Mediation, also die Anrainerkommunen, die Flughafengesellschaft, die Airlines, einen sogenannten Mediationsvertrag geschlossen hatten, einen rechtsverbindlichen Vertrag, in dem sozusagen verschiedene Dinge geregelt werden sollten und der auch beinhaltete, keiner verklagt sich gegenseitig oder klagt gegen diese Entscheidungen. Er hatte außerdem auch gemeinsam mit unter anderem Johannes Wolf, den ich auch schon gesehen habe, einer der wichtigen Weggefährten, der auch in dieser Zeit sehr eng mit Thomas Jühe zusammengearbeitet hat. Es gab ein Lärmminderungskonzept für die Stadt Raunheim. Also er hatte sich dann wirklich auch ganz strukturierte Gedanken gemacht. Und vor all diesem Hintergrund kam dann die Frage auf, ob es denkbar wäre, dass wir sowas Ähnliches wie diesen Mediationsvertrag, der in Wien entstanden ist, vielleicht doch auch für Frankfurt hinkriegen könnten. Ein deutlich größerer Flughafen mit einer Historie, die sehr konfliktbeladen war. Aber es war einer der Vorstände von Fraport, der diesen Vorschlag auch in den Raum geworfen hat und gesagt hat, könnten wir nicht vielleicht auch so einen Vertrag verhandeln und alles Geld, was ansonsten die Anwälte bekommen würden und in diese Rechtsverfahren Klagen gegen den Ausbau sozusagen verbraucht würden, die stattdessen der Region direkt zugutekommen zu lassen, indem man in eine Art Regionalfonds macht. Diese Idee, der stand Thomas Jühe zumindest aufgeschlossen gegenüber, als einer der kommunalen Vertreter, das waren drei kommunale Vertreter, drei Vertreter der Luftverkehrswirtschaft, Professor Werner und ich damals in meiner Rolle als fachliche Beraterin und die Staatskanzlei haben dann über ein halbes Jahr versucht, sehr intensiv so einen Vertrag auszuhandeln. Mit allen Schwierigkeiten, da stand nämlich der Ausbau drin, was natürlich für eine kommunale Vertretung schwierig ist. Es war das Nachtflugverbot drin, es war aktiver Schallschutz drin, ein Lastenausgleich, eben dass auch finanzielle Mittel an die betroffenen Kommunen gehen sollen, eine Lärmobergrenze, die Etablierung eines Umwelthauses und dieser Klageverzicht als grundsätzliche Idee. Nach mehreren Monaten Verhandlungen gab es einen entsprechenden Entwurf. Der wurde auch in das RDF eingebracht und dann stellte sich heraus, dass dieser Weg in der Form nicht umsetzbar ist, auch wenn Thomas Jühe sehr dafür gekämpft hat und sehr mutig und auch sozusagen überhaupt nicht im kommunalen Mainstream dieses Vorgehen verteidigt hat.
Die meisten Kommunen haben es abgelehnt mit der Begründung, dass eben mehr noch versuchen könnte, den gesamten Ausbau zu stoppen vor Gericht. Das damalige Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium in Wiesbaden hat es abgelehnt, weil die gesagt haben, eigentlich können wir, ist es doch unsere Aufgabe, wir machen die Abwägung, wir brauchen da keine Unterstützung von außen für so einen Vertrag. Das würde ja auch sozusagen diesen Planfestungsbeschluss ganz anders aussehen lassen. Die Fraport-Anwälte hatten Bedenken bekommen und insgesamt war es dann klar, okay, diesen Vertrag, den wird es so nicht geben. Aber an den Themen, die ich aufgezählt habe, sieht man, dass einige von diesen Themen und der Vertragsinhalt, der war maßgeblich von Thomas Jühe mitgeprägt, der sozusagen sein Lärmminderungskonzept für Raunheim so ein Stück weit umgeschrieben hat auf die Region als wichtigen Input für diesen Vertrag. Viele dieser Themen sind später nochmal aufgetaucht, aber es war klar, jetzt würde die Stadt Raunheim auch in der Situation sein, sich verhalten zu müssen zu dem Planfestungsbeschluss, den das Land erlassen hatte im Jahr 2007. Aber seine Bereitschaft, diesen Weg zu denken, der in Deutschland auf jeden Fall absolutes Neuland gewesen wäre, sozusagen nicht die Gerichte am Ende entscheiden zu lassen, sondern zu versuchen zu verhandeln, den hat er sozusagen schon in diesem sehr frühen Stadium auch gegen Widerstände in allen möglichen Richtungen vertreten und hat dann aber, nachdem klar war, okay, das kommt so nicht, auch entschieden, gemeinsam mit den kommunalpolitisch Verantwortlichen in der Stadt Raunheim, dass eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss erfolgen soll. Zum einen, weil er natürlich ähnlich wie die anderen Kommunen auch sozusagen große Skepsis hatte, was den Ausbau angeht und die Belastungen, die mit dem Ausbau einhergehen. Und er auch natürlich solidarisch sein wollte und auch war mit den anderen Kommunen. Damals sind ja sehr viele Arbeitsgruppen auch in den Kommunen gewesen, in die er sich mit eingebracht hat und die gemeinsam Gutachten finanziert haben und Ähnliches. Er hat aber auch in der Klage schon deutlich gemacht, wir brauchen auch einen Plan B. Was ist, wenn die Gerichte diesen Ausbau nicht stoppen? Und der Plan B war dann eben, in die Klage einzubauen, Bedingungen, wenn schon, dann aber auf jeden Fall muss auch kommen, natürlich das Nachflugverbot. Und eine weitere Thematik, die er wirklich auch als Pionier in der deutschen Flughafenlandschaft vertreten hat, nämlich das Thema Wirbelschleppen. Eins, was ihm aufgefallen war, dass hier es immer wieder zu Vorfällen kam. Sie müssen sich vorstellen, vor 20 Jahren gab es noch keine entsprechenden Programme. Es war ein Thema, wo sozusagen noch behauptet wurde, es gibt gar keine wirbelschleppenbezogenen Schäden, das ist undenkbar, geht auch schon theoretisch nicht. Und er konnte eben sozusagen, wusste aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus den Berichten und sozusagen Dokumentationen der Raunheimer Bürgerinnen und Bürgern, dass das sehr wohl ein Thema ist. Und er hat sowohl in dieser Klage als auch in ganz vielen weiteren Schritten immer auf eins ganz großen Wert gelegt, nämlich fachliche Solidität. Seine Strategie war nicht draufhauen, sondern seine Strategie war überzeugen. Überzeugen durch gute Argumente, überzeugen durch schlaues Herleiten, aber auch den Mut, Wege zu gehen, die vorher noch keiner kannte und die vorher noch keiner gegangen ist und wo es kein Buch gab, wo drin steht, wie die gehen. Er hat das nicht alleine gemacht. Er hatte hier ein Team. Auch die Frau Voll, die heute hier ist, die damals schon sagen, Teil dieses Teams war, für die Stadt Raunheim zu versuchen, mit diesem Flughafenausbau umzugehen und das Beste für die Stadt Raunheim sozusagen wirklich rauszuhandeln. Am Ende hat er Recht bekommen. Zum einen mit vielen anderen Kommunen, die auch und privaten Klägerinnen und Klägern, die das Nachflugverbot sozusagen auch ohne Ausnahmen ab 23 Uhr so eingefordert hatten und es gerichtlich auch so festgelegt wurde, wie es in der Mediation dann vereinbart gewesen war und auch bei dem Thema Wirbelschleppen, weil das einer der Punkte war, wo auch dann festgestellt worden ist, okay, dieser Punkt, der war zu Unrecht nicht aufgegriffen worden im Planfeststellungsbeschluss und das Land musste entsprechend nachbessern und Fraport musste sozusagen wurde auferlegt, dass entsprechend dieses Dachsicherungsprogramm umgesetzt werden muss.
Das mag aus Sicht derjenigen, die sich mit guten Gründen gewünscht hätten, dass dieser Ausbau gar nicht kommt, ein Punkt gewesen sein, wo man sagt, naja, da ist ja nicht sozusagen der wesentliche Punkt, der Ausbau ist ja trotzdem gekommen. Aber vor dem Hintergrund dessen, was wäre gewesen, ohne diese Bedingungen einzufordern, wäre eben an der Stelle ohne die Klage der Stadt Traunheim auch zu diesem Punkt nichts rausgekommen. Dann war dieser Planfeststellungsbeschluss da. Es liefen die Klagen. Und das Forum Flughafen und Region hat 2008 seine Arbeit aufgenommen. Das war quasi die Nachfolgeorganisation, auch wieder vom Land Hessen eingerichtet, paritätisch besetzt mit einem sogenannten Koordinierungsrat. Da sind drei kommunale Vertreter, drei Vertreter der Luftverkehrswirtschaft und des Land vertreten. Und er war da als FLK-Vorsitzender seit Anfang dabei und hat dieses Forum Flughafen und Region, diesen Koordinierungsrat, auch wirklich sehr stark geprägt. Bis zum Schluss, aber eben auch in diesen Anfangszeiten. Eine der Kontroversen und eine der Konflikte, die es damals gab, war die Lärmobergrenze. Der Minister Al-Wazir hat sie schon angesprochen, aber damals, 2008, war klar, die Kommunen sagen, hey, diese Lärmobergrenze, die steht jetzt nicht im Planfeststellungsbeschluss drin, die war aber in der Mediation vereinbart, wir brauchen die, wir wollen die. Auf der anderen Seite die Luftverkehrswirtschaft, die gesagt hat, nein, wir haben jetzt einen Planfeststellungsbeschluss und freiwillig machen wir sowas nicht. Vor dem Hintergrund waren die Kommunen, die drei kommunalen Vertreterinnen und Vertreter, sozusagen standen vor dem strategischen Dilemma, gehen sie jetzt raus aus diesem Forum Flughafen und Region, weil eben ein wichtiger Punkt nicht, sozusagen erstmal jedenfalls nicht umgesetzt worden ist, oder wie gehen sie damit um? Und auch da war es damals so, dass in strategischer Verbundenheit der kommunalen Vertreter, die entschieden haben, wir gehen zum damaligen Ministerpräsident Koch und sprechen mit ihm. Und es muss in dem Fall eine große Lärmwirkungsstudie geben, die uns in die Lage versetzt, wirklich objektiv nochmal zu klären, wie stark ist die Lärmbelastung tatsächlich in der Region und was macht sie mit den Menschen? Was macht sie, was die Gesundheit angeht und was macht sie, was die Lebensqualität angeht? Und diese Studie sollte dann eine der Grundlagen sein, auf Basis derer man sich dann nochmal über die Lärmobergrenze unterhält, aber auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel beim aktiven Schallschutz. Mit dieser Mission haben sich also die kommunalen Vertreter 2008 an die Landesregierung gewandt und es war einer der Punkte, wo Thomas Jühe sehr erfolgreich war, weil diese Studie heißt NORA-Studie, die ist dann gemacht worden. An vier verschiedenen Flughäfen ist untersucht worden und natürlich auch in Frankfurt. Und die Ergebnisse aus dieser NORA-Studie, die konnten jetzt zwar nicht verhindern, dass der Ausbau stattgefunden hat, der war ja schon entschieden, und sie können auch nicht verhindern, dass nach wie vor Flugverkehr am Frankfurter Flughafen ist, wo er ja auch wusste, welche sozusagen wichtige Bedeutung dieser Flughafen auch für die Region hat. Aber es gab mehrere Gerichtsentscheidungen jetzt schon an anderen Standorten, die mit den Ergebnissen der NORA-Studie eben argumentiert haben, dass zum Beispiel bestimmte Nachflugregelungen strenger werden müssen. Wir konnten in unserer Lärmobergrenze uns dann auch darauf berufen und sie deshalb auch rechtlich verankern. Und sie ist sozusagen in die Weltgesundheitsorganisation, in deren Grenzwertdiskussionen fließt sie mit ein. Also es ist einfach ein wichtiger Baustein, den er strategisch mit auf den Weg gebracht hat, den Mut hatte zu sagen, okay, wir machen weiter, aber wir haben hier eine Forderung, die auch erstmal nach einer großen Hürde aussieht und war damit erfolgreich. Die Fluglärmkommission ist heute schon genannt worden, mehrere Male. Auch die Fluglärmkommission kann man sehen, dass es eine Entwicklung gab. Sie war ein ganz wichtiges Handlungsfeld von Thomas Jühe. Aber er hat sie auch sehr stark geprägt. Und zwei Themen waren ihm ganz wichtig, zwei Stränge waren ihm ganz wichtig. Zum einen die Unabhängigkeit der Fluglärmkommission, Unabhängigkeit von Fraport, Unabhängigkeit vom Land, soweit das irgendwie rechtlich geht, und Unabhängigkeit auch in dem, wie die Personalentscheidungen getroffen werden und wie die Beratungsergebnisse entstehen.
Ein Baustein war dabei die Frage, wer ist denn die Geschäftsführerin dieser Fluglärmkommission? Und ich will auch den Namen von der Anja Wollert nicht unerwähnt lassen. Alle, die in dem Bereich Fluglärm arbeiten, wissen, was für ein unglaublich kongeniales Duo Thomas Jü und Anja Wollert waren, die sich sozusagen ja ganz ideal ergänzt haben und wunderbar zusammengearbeitet haben und ganz viel miteinander auch bewirkt haben. Also auch Anja Wollert, nicht überall da, wo Thomas Jü drin stand, war nur Thomas Jü drin, da war auch ganz oft Anja Wollert mit drin. Sie war Fluglärmkommissionsgeschäftsführerin und dann hatte das damalige Verkehrsministerium entschieden, das soll jetzt jemand anders machen, weil sie aus der Ausbaugruppe, die jetzt keine Arbeit mehr haben, weil der Planfeststellungsbeschluss durch ist, weil da jemand das werden soll. Das war für Thomas Jü ein absolutes No-Go, weil er mit ihr sehr gut zusammengearbeitet hat. Und das war auch wieder so ein, ist vorher schon der Begriff Schlitzohrigkeit gefallen, das war auch eine Schlitzohrigkeit, wie er das gelöst hat. Er hat das HMEVW ausgeladen, hat gesagt, ihr dürft nicht mehr in die Fluglärmkommission sitzen, obwohl das HMEVE zu den beratenden Institutionen gehört. Wir wollen die Vertreter da nicht mehr haben. Er hat eine Pressekonferenz gemacht, wo er das verkündet hat. Sie können sich vorstellen, für die Presse war sowas ein interessantes Thema und es gab entsprechende Berichterstattung und wenige Tage, Wochen später hat das HMEVE eingelenkt und Anja Wollert ist immer noch die Geschäftsführerin. Diese fast Anekdote zeigt aber auch, was ihn wirklich ausgemacht hat, dass er klar war in dem, was er für wichtig hält und da dann auch keine Kompromisse gemacht hat, dass er den Mut hatte, unkonventionelle Ideen durchzuziehen, auch wenn die juristisch eigentlich komplett haltlos waren. Es war ihm egal, überhaupt, ich bin Juristin, ich kann das mit gutem Gewissen sagen, überhaupt war das ein Thema, das ihn immer interessiert hat, das Ergebnis und nie interessiert, was welche Hürden dazwischen sind, welche Hemmnisse da sind und auch Leute, die ihn nicht so gut leiden konnte, glaube ich, wenn ich das richtig mitgenommen habe, die immer nur die Probleme sehen und nicht die Lösungen nach vorne. Zweiter wichtiger Strang, der bei ihm für die Fluglärmkommission wichtig war, war die hohe Fachlichkeit. Seine Strategie war, wenn wir als Fluglärmkommission Frankfurt so klar in unseren Entscheidungen sind, die sie sachlich so gut herleiten, dann kann an diesen Empfehlungen keiner vorbei. Und das war in ganz vielen Punkten auch so. Das heißt, es war ihm sehr wichtig, dass die Beratungen gut vorbereitet waren, dass es objektive Kriterien gab, dass sie wirklich sozusagen aber auch nicht getragen waren von Hauptsache 100% gefordert und null gekriegt, sondern immer auch dieser Bereich sozusagen, wie können wir uns als Fluglärmkommission so aufstellen, dass wir möglichst viel rausholen im Sinne eines Kompromisses und das war sozusagen seine Leitschnur, die sich dann auch wirklich festgemacht hat an ja Pionier, auch Deutschland waren Pionier Vorgehensweisen, zum Beispiel die Einführung oder also die Nutzung von Indizes, dass man also nicht, wie das ganz früher war, politisch aushandelt, okay, Parteifarbe hat, welche Kommune oder wer wohnt da, sondern dass es wirklich danach ging, jeder Kopf zählt gleich. Das war eben auch ein ganz wichtiges Anliegen. Also egal, ob der Zahnarzt des Ministers in Sachsenhausen betroffen ist oder die Person in Raunheim, die ihm für die er mitverantwortlich ist, es ist jeder Mensch gleich, was den Lärmschutz angeht. Und es ist die Leute sind nicht schützenswerter, die in Einfamilienhäusern leben versus denen, die in Mehrfamilienhäusern leben, um's an einem Beispiel festzumachen, das wir auch gemeinsam erlebt hatten, als es um den Segmented Approach 2010 oder 11 ging und Herr Jü und ich uns anhören mussten, dass einfach die Personen, die jeden Tag in den Banken arbeiten, wichtiger sind als die Personen, die in Offenbach, im Süden von Offenbach leben. Und das hat ihn eher angespornt, als dass es ihn irgendwie sozusagen zurückgeworfen hat, zu sagen, nein, das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wer Fluglärmschutz kriegt und wer nicht. Und für ihn war das ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der ist eben auch übersetzt worden in entsprechende Bewertungsinstrumente, die er mit vorangetrieben hat in der Fluglärmkommission und die dann auch zum allerersten Mal
bei den Taunus-Abflugrouten, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, das ist wirklich lange her, aber dann auch bei der schwierigen Frage der Südumfliegung sind die zur Anwendung gekommen in ihrer fortgesetzten Ausprägung. Ein Stichwort, das auch schon genannt worden ist heute und das ist mir wichtig, das zu betonen, ist tatsächlich, dass er auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsfluglärmkommission war. Er hat auf Bundesebene ganz viel erreicht. Es gibt keinen aus irgendeiner anderen Fluglärmkommission, der so viel sich engagiert hat, so stark engagiert hat und auch tatsächlich versucht hat, in diesen 20 Jahren, in denen er es gemacht hat, der ADF zu einer entsprechenden Bedeutung zu verhelfen. Auch da galt die Fachlichkeit und sozusagen die Solidität dessen, was da gemacht wird, dass das die Leitschnur sein muss, dass man sich immer an der Sache orientiert und dass das sozusagen überzeugend durch Fachlichkeit als Ziel. Er hat in einer Reihe von Anhörungen im Bundestag für die ADF gesprochen. Er hat noch vor wenigen Jahren gemeinsam mit der Anja Wollert und anderen Fluglärmkommissionen versucht, eine Demonstration in Berlin zu organisieren. Das haben sie auch gemacht, sind vor dem Bundestag gewesen. Dazu muss man sagen, dass das Fluglärmthema außerhalb von Hessen deutlich geringere Aufmerksamkeit hat, weil auch niemand so einen großen Flughafen, so viel Verkehr hat wie wir. Aber es war, je weiter weg sozusagen, desto schwieriger war es, politische Verbündete zu finden. Er hat sich da, sozusagen, ist mit dem Bus dahin gefahren, hat sich dahingestellt, hat sich wirklich sehr dafür eingesetzt, sozusagen auch die Sichtbarkeit von dem Thema in Berlin sicherzustellen. Er hat in 2021 nochmal ein Papier geschrieben, ein Strategiepapier, wo er sich erhofft hat, dass auch so paritätisch besetzt, wie das ganz am Anfang seines Wirkens bei dem Anti-Lärm-Pakt war, also bei diesem Versuch, einen Vertrag zu verhandeln zwischen Luftverkehrswirtschaft und Kommunen, hat er sich nochmal vorgestellt, dass auf Bundesebene dieses Thema, wie geht's mit dem Luftverkehr nach Corona weiter und mit dem Klimaschutz als ganz wichtigem Thema, warum auch der Flugverkehr nicht so weitergehen kann, wie er sozusagen vor 10, 20 Jahren noch angedacht war. Er hat kein Gehör gefunden mit dieser Vorstellung, dass es sozusagen so einen Prozess gibt, der paritätisch besetzt ist, aber es gibt zwei Prozesse, die jetzt einen für Lärmschutz und einen für Klimaschutz, die tatsächlich vielleicht in einer bisschen vergleichbaren Form jetzt doch losgetreten worden sind. Und es wird für mich als eine, die da auch involviert ist in den Fluglärm, in beiden Prozessen wirklich ein ganz wichtiger Ansporn sein, das zu tun, von dem ich meine, was Thomas gewollt hätte und was wie er agiert hätte. Das ist für mich eine wichtige Handlungsschnur und wird sie auch bleiben mit seinem Mut und seiner Fachlichkeit. Der Herr Knurr ist heute da, stellvertretend für die ADF, langjähriger Fluglärmkommissionsvorsitzender aus München. Und ganz am Anfang ist uns erzählt worden, dass der Thomas Jühe so gern Gastgeber war. Und ich glaube, alle wir, die da bei diesen Abenden dabei waren, das sind immer zwei Tage irgendwo in Deutschland, hat man das wirklich ganz gut nachvollziehen können. Und das war genau so. Er hat unheimlichen Wert drauf gelegt, dass wir uns auch persönlich sehen, dass eine Abendveranstaltung dabei ist, hat die irgendwie mitgestaltet und hat auch dazu geführt, dass sich Menschen kennenlernen, egal ob sie aus dem Verkehrsministerium des Bundes sind oder eben aus den Fluglärmkommissionen, damit sie gemeinsam auch sozusagen Kompromisse schmieden können, weiterkommen. Ein zweitletzter Punkt, den ich machen möchte, ist das Thema aktiver Schallschutz. Ganz schwieriges Thema. Also aktiver Schallschutz heißt Schallschutzfenster einbauen, sondern tatsächlich Maßnahmen zu machen, den Flugverkehr anders zu organisieren oder die Flugzeuge leiser zu machen. Für ihn war wichtig der Paketgedanke und er wusste, für Raunheim ist da ganz wenig drin, weil man eigentlich Raunheim schon so nah am Anflug, sozusagen am Flughafen ist, dass da eigentlich fast nichts mehr an Änderungen möglich ist. Das heißt, er hat sich eigentlich bei fast allem, was er da gemacht hat, auch immer für andere Kommunen eingesetzt, die sozusagen von seinem Wissen und seinem Geschick profitieren konnten. Aber für ihn war der Paketgedanke wichtig und dieses Thema Rückenwindkomponente für die Stadt Raunheim, ein Thema, was sozusagen das nicht so oft der Betrieb ist, bei dem die Landungen über Raunheim erfolgen, das hat er auch bis zum Ende mitgemacht. Für ihn war, und das glaube ich, hat ihn schon deshalb auch geprägt, weil er hier aus Raunheim, für Raunheim
Bürgermeister war, für ihn waren die Hochbetroffenen, die Höchstbetroffenen, auch diejenigen, für die immer sozusagen zuerst geguckt werden sollte. Dass es also nicht unbedingt um die Leute im Taunus geht, die zwar auch Fluglärm empfinden, die aber einfach objektiv eine deutlich geringere Belastung haben. Und da hat er sich eben in zwei Maßnahmenpaketen auch wirklich über die Maßen eingesetzt und dann auch in der Fluglärmkommission in seiner wirklich guten und sehr klugen und beeindruckenden Art, diese Dinge dann auch so zu verhandeln, dass jeder vorkommt mit seinen Interessen und dass am Ende dann aber trotzdem Beschlüsse herbeigeführt werden konnten, die eine Umsetzung von diesen schwierigen, lärmverteilenden Maßnahmen ermöglichten. Mein letzter Punkt endet mit Raunheim und mit dem, was er sozusagen auch nach dem Planfeststellungsbeschluss und vor allem in den letzten 10 Jahren in diesem Versuch sozusagen aus der negativen Betroffenheit der Stadt das Beste rauszuholen, was er gemacht hat. Eins, was bleibt, ist die Betriebsrichtungsvorhersage auf der Homepage des Umwelt- und Nachbarschaftshauses, also dass der Meteorologe, den er damals für die Stadt beigeschafft hat und der ihn unterstützt hat in seinen Klagen und seinem Versuch, deutlich zu machen, dass diese Betriebsrichtungsverteilung auf gar keinen Fall noch mehr zu Ungunsten von Raunheim erfolgen darf. Der hat das entwickelt. Es bleibt die Stadtentwicklung, dass er sehr konsequent nicht nur die neue Mitte geschaffen hat, sondern dass er sehr konsequent auch versucht hat, Siedlungen eher dort in Raunheim hinzubringen, wo es nicht ganz so krass laut ist, also nicht direkt unter der Südbahn. Er hat, und auch da war er einer, der mutig war und relativ alleine dastand in der kommunalen Familie, nämlich, dass er ganz konsequent gesagt hat, da wo es am lautesten ist bei uns, da wollen wir auch keine Nachverdichtung, da sollen nicht nochmal neue Wohnungen hingebaut werden. Er hat also wirklich ein Siedlungskonzept gemacht, was auch den Fluglärm sehr stark mit einbezogen hat. Und schließlich, das ist heute auch schon angeklungen, er hat eingefordert bei Fraport und hat das auch bei uns eingefordert, dass mit den Mitteln, die eigentlich dafür da gewesen wären, bestehende Gebäude zu sanieren, auch da schlitzohrig wirklich dafür gesorgt hat, zu sagen, okay, wir finden Vereinbarungen, wie diese Mittel auch in Neubauten gehen können oder in die neue Mensa an der Grundschule, die eigentlich dem Buchstaben des Gesetzes nach hätten nicht von Fraport finanziert werden müssen. Aber es ist ihm eben gelungen, durch seine unkonventionellen, guten, durchdachten und gut begründeten Ideen auch Fraport davon zu überzeugen, dass eben verschiedene Projekte hier in der Stadt Raunheim mit diesen Mitteln zukunftsverbessert werden können und sozusagen wirklich auch ausgerichtet werden können. Für mich ist der Abschied von Thomas Jüe, wie bestimmt alle hier im Raum, ein sehr schwerer, so einen langjährigen und klugen und mit so viel Herz dabei seienden Weggefährten wird man in der Form wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Ich bin aber unendlich dankbar und freue mich sehr, dass wir die Chance hatten, ihn zu haben und dass wir dieses Thema mit ihm gestalten konnten. Für mich bleibt deshalb, dass wir diesem sozusagen die Verantwortung weiter wahrnehmen, auch in seinem Gedenken, dieses Thema Fluglärmschutz und wie geht es mit dem Luftverkehr in der Region weiter, in der Form weiterzuführen, wie er es auch für richtig gehalten hätte, nämlich sachorientiert, aber sehr zielorientiert. Und in dem Sinne wird er für mich auf jeden Fall da bleiben, auch wenn er als Mensch und als Körper hier nicht mehr ist. Vielen Dank auch im Namen aller Beteiligten an den vielen Prozessen, an Thomas, dass er sich zur Verfügung gestellt hat mit seinen Gaben und seiner Energie für dieses Thema und auch wirklich so viel bewirken konnte. Danke. Vielen Dank, Frau Barth, für diese vielfältigen Einblicke in das, wie Sie es beschrieben haben, mutige, hartnäckige und unkonventionelle Wirken von Thomas Jüe in Sachen Fluglärmbekämpfung. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem
letzten Redner, der mit Sicherheit die weiteste Anreise von uns allen hier im Saal hatte. Ich begrüße Monsieur Olivier Peverelli, ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt, Bürgermeister der Partnerstadt Le Tay in Frankreich. Die Rede wird übersetzt von Soraya Miller, die auch der Stadt schon sehr lange verbunden ist. Und gleich im Anschluss an die Rede von Ihnen hören wir dann das Abschiedsstück unseres Streichquartetts. Monsieur Peverelli, s'il vous plaît. Chers amis de Ronheim, liebe Freunde aus Ronheim, vous êtes depuis le 12 décembre dernier en deuil, comme nous. Et pour cause, votre ville a perdu l'un de ses plus illustres serviteurs, et nous, Taïwan, un ami cher. Sie sind seit dem 12. Dezember letzten Jahres in Trauer, genau wie wir, aus gutem Grund. Ihre Stadt hat einen ihrer berühmtesten Diener verloren und wir aus Le Tay einen lieben Freund. Chacun de vous a, j'en suis certain, un même plusieurs souvenirs avec Thomas. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen eine oder sogar mehrere Erinnerungen an Thomas hat. Les miens sont naturellement nombreux. Je repense le cœur serré à chacun des moments que nous avons partagé ensemble, et comme chacun de vous, je revois cet homme charismatique, toujours souriant, avec son regard bleu bienveillant. Meine sind natürlich zahlreich. Ich denke mit schwerem Herzen an jeden einzelnen Moment zurück, den wir miteinander geteilt haben. Und wie jeder von Ihnen sehe ich diesen charismatischen Mann vor mir, der immer mit seinen freundlichen Blauaugen lächelte. Depuis 23 ans, au-delà de ce qu'il a apporté à sa ville et à vous, ses habitants qu'il aimait tant, il s'est aussi attaché à développer le réseau des villes jumelées et plus spécialement le jumelage entre nos deux villes. J'ai en mémoire la réunion ici à Ronheim durant laquelle il avait su réunir les élus de communes venant de tous les continents. In den letzten 23 Jahren hat er nicht nur seiner Stadt und ihnen, seine Einwohner, die er so sehr liebte, viel gegeben, sondern auch das Netzwerk der Partnerstädte und insbesondere die Städtepartnerschaft zwischen unseren beiden Städten ausgebaut. Ich erinnere mich noch an das Treffen hier in Ronheim, bei dem er Kommunalpolitiker aus allen Kontinenten zusammenbrachte. C'est à toi, Thomas, que je souhaite m'adresser. Je ne crois pas me tromper en disant que pour les Taïwois, tu étais bien plus que le maire de Ronheim. Tu étais devenu un ami. Tu as su rendre notre jumelage vivant, amical et concret. Et nous t'en remercions du fond du cœur. An dich, Thomas, möchte ich mich wenden. Ich glaube, ich irre mich nicht, wenn ich sage, dass du für uns aus Le Tay mehr als nur der Bürgermeister von Ronheim warst. Du bist ein Freund geworden. Du hast es verstanden, unsere Städtepartnerschaft lebendig, freundschaftlich und konkret zu gestalten. Und dafür danken wir dir aus tiefstem Herz. Je repense notamment à ta venue au Tay, quelques jours après le séisme qui nous a touchés en novembre 2019, pour constater les dégâts sur place et nous apporter ton soutien moral et financier. Tu avais su mobiliser des fonds pour nous venir en aide. Tu as fait bien plus que certains élus français, ce qui montre là tout ton humanisme. Ich denke insbesondere daran, wie du wenige Tage nach dem Erdbeben
das uns im November 2019 getroffen hat, nach Le Theil gekommen bist, um die Schäden vor Ort zu begutachten und uns moralisch und finanziell zu unterstützen. Du hattest es geschafft, Spendengelder zu mobilisieren, um uns zu helfen. Du hast weit mehr getan als einige französische Volksvertreter, was deinen ganz Humanismus zeigt. Tu as su aussi beaucoup œuvrer pour le devoir de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale entre nos deux pays. À ce sujet, je garderai toujours en tête le discours que tu as prononcé au Theil le 8 mai 2016, jour de célébration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La photo de ton père est d'ailleurs en bonne place au musée de la résistance du Theil. C'est certainement une marque d'amitié unique en France. Du hast dich auch sehr für die Erinnerungspflicht an den Zweiten Weltkrieg zwischen unsere beiden Länder eingesetzt. In diesem Zusammenhang werde ich immer deine Rede in Erinnerung behalten, die du am 8. Mai 2016 in Le Theil gehalten hast, dem Tag, an dem das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde. Das Foto deines Vaters ist übrigens an prominenter Stelle im Musée de la Résistance in Le Theil zu sehen, was sicherlich ein in Frankreich einzigartiges Zeichen der Freundschaft ist. C'est grâce à des hommes comme toi que les jumelages trouvent tout leur sens. Durch Menschen wie dich erhalten die Städtepartnerschaft ihren Sinn. Merci. Merci pour tout, Thomas. Sache que tu as marqué notre mémoire collective et que tu nous manques déjà. Danke. Danke für alles, Thomas. Sei dir bewusst, dass du unser kollektives Gedächtnis geprägt hast und wir dich bereits vermissen. Au nom de l'équipe municipale, de tous les habitants du Theil, nous adressons nos sincères condoléances à vous, sa famille, et à toute l'équipe municipale et aux agents de la ville de Rondheim et à vous, tous ses amis. Repose en paix, Thomas. Im Namen der Gemeindeverwaltung und aller Einwohner von Le Theil sprechen wir Ihnen, seiner Familie, der gesamte Gemeindeteam und den Bediensteten der Stadt Rondheim sowie Ihnen, alle seinen Freunde, unser aufrichtiges Beileid aus. Ruhe in Frieden, Thomas. Thank you.